Ja, willkommen zurück zu Art of Wars Red Tides und diesmal, habe ich ja gesagt, machen wir die Jaguar mal zu unserer Rasse und ich weiß gerade nicht so recht, was ich davon nehmen soll. Nehmen wir das mal rein. Das mit dem Monkey Warriors habe ich irgendwie nicht kapiert, was das genau bringen soll. Lassen wir sie aber trotzdem nochmal drin. Und schauen nochmal, wie es denn jetzt läuft. Auch hier gilt natürlich, dass ich nicht wirklich überzeugt bin von dem Bild, was ich habe. Ich habe auch nicht so viel zur Auswahl. Können wir noch ein bisschen schauen, wie man es macht. Aber für mich hat sich herausgestellt, dass am Anfang ist es wirklich praktisch. Das sind so halt die billigsten Einheiten. Erstmal hier diese. Wie nennen sich Wölfe? Eine Direwolf zu bauen. Einfach als pure Masse. Und dann als nächstes die da normalerweise zu nehmen. Ja, eigentlich schon relativ stark. Das wird nicht für den zweiten reichen, ne? Doch, reicht. Let's move. It's time to show them our might. Problem ist halt, die werden sehr schnell aufgerieben von den Kanonen. Aber die haben schon einen relativ starken Schuss und sind schon sehr beständig. Von denen und werden dann die Mine aufrüsten. Ja, können wir gleich machen. Das macht, glaube ich, jetzt gerade keinen Sinn, oder? Ah, das habe ich letztes Mal ausprobiert. Jetzt weiß ich auch, oder immer gesehen. Jetzt weiß ich auch, was genau das ist. Jetzt brachte mir jetzt nur nicht ganz so viel, weil diese blöde Kanone da im Weg steht. Aber zumindest haben wir die erstmal zurückgeschlagen. Jetzt mal noch einen von denen dazu. Und raiden die auch ab. Ah, er hat so einen Turm, das ist praktisch. Den können wir jetzt echt gut bauen. Vor allem gegen die Anfangseinheiten ist er natürlich sehr stark. Aber das weiß er auch, wie man sieht, also unser Gegner. Mann, jetzt haben sie doch so eine blöde Kanone, das ist ein Problem. Jetzt bräuchten wir jemanden, der irgendwie so ein Area Damage da hat, aber das habe ich jetzt leider nicht. Nochmal ein Aufklärer. They can't kill what they can't see. Diesmal so und dann können wir beim nächsten Mal die runterfahren.
Aber die Spinnen dazu. Was macht er das? Damage. Ah, Damage ist immer gut. Sieht aber gerade sehr, sehr schlecht aus für uns. Oh, macht ein bisschen Stress hier. Haut sie platt. Na, endlich. Ich will jetzt mal endlich mal ein bisschen vorwärts. Also jetzt waren wir schon halt sehr weit zurückgedrängt. Das ist eigentlich sehr ungünstig gewesen, aber vielleicht können wir es jetzt wirklich umdrehen. Das, was ich am Anfang auch gesagt habe, also man kann das Spiel umdrehen, aber dafür muss man auch die Chance erhalten. Was habe ich denn noch für Einheiten da? Ey Mann, das sieht sehr schlecht aus gerade. Überhaupt nicht raus hier. Kommt, greift an. Es war zu spät. Habe ich Geld verschwendet, das war richtig schlecht. Oh, wie sind meine Einheiten einfach nur wegwurzeln. Ich brauche andere Einheiten. Das ist schlecht, was ich gerade so zur Verfügung habe. Das hilft uns leider alles nicht so wirklich. Tja. Diesmal haben wir eindeutig verloren. Gut, ich kann die Mine aufwerten, aber das wird mir nicht mehr helfen. Upgrade your mine. Tja. Ah, da kann ich dann auch noch so schön den Airstrike einsetzen. Ja, genau, beim Spawn schon eingesetzt, der Sack. Der ist ja richtig nett. Tja. Ach, da haben sie auch den Drachen gekillt.
haut sie platt. Das ist unsere letzte Chance. So, meine Mine ist ausgebaut. Aber ich kann eigentlich nur noch auf den Drachen warten. Ich glaube, mehr bleibt mir gerade wirklich nicht übrig. This is too easy. Wobei ich den auch noch nie benutzt habe, also weiß nicht, ob der so effektiv ist. Oh meine Güte, was kommt da denn noch alles? Macht diesen blöden Typen da platt. Den großen war ja. Ah, da kann ich noch Truppen da, auch da vorne setzen. Oh nö. Ja, das war's natürlich. Mind Control, ja, kann er vielleicht noch ein bisschen seine bei seinen Gegnern, bei unseren Gegnern aufräumen. Das war's dann. Aber da haben sie uns direkt unter Druck gesetzt, keine Chance gehabt. Defeat makes us strong. Ja, und damit haben wir das Spiel leider verloren. Neue Einheit, Fire Turtle. Und das wird bei Level 15 kommen. Das sind dann auch neue freie Skills, die ich einsetzen kann. Nö. Die Leute, die ich nicht, deren Namen ich noch nicht überlesen kann, nehme ich nicht an. Danke. Und ja, wir sehen, wir haben alle unsere Problemchen gehabt. In der Ökonomie war es aber eigentlich gar nicht so unterschiedlich am Anfang. Ich hätte auf jeden Fall, glaube ich, nochmal umstellen müssen. Aber ich sage ja, ich bin noch am Testen. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Ja, dann sind wir wieder beim Match 2. Und mal sehen, ob das Gesetz einfach zählt und wir jetzt wieder gewinnen. Ach so, so. Finde ich am Anfang wirklich praktisch. Wobei wir diesmal die Redman mitnehmen. Ich habe die, glaube ich, noch nie wirklich eingesetzt. It's your round. Be sure to allocate resources wisely. So, zwei. Für mehr wird es nicht reichen. Doch, passt gerade so. Let's move. It's time to show them a fight. Okay, interessant.
die haben halt schon so einen Soul-Dings da geknackt. Während unsere nur da rumstehen. Finde ich jetzt irgendwie doof. Less talking, more spitting. Was genau für Einheiten sind das eigentlich hier, der Bau? Müssen wir schauen. Ich habe jetzt den Giant Piranha mitgenommen, mal muss ich mal ausprobieren. So, ich habe jetzt genug Punkte zusammen, dann rüste ich auf. Sieht ja nicht so aus, als wenn einer durchrushen könnte. Warum er mir jetzt unbedingt anbieten will, dass ich das nutze, weiß ich auch nicht. Muss mal gucken, ob man die Tooltips irgendwo ausmachen kann. Meine Einheiten schlagen sich da vorne auf jeden Fall ganz gut. Dazu. Okay, jetzt bleiben die von dem stehen. Ich muss echt mal gucken, was für Einheiten das sind. Oh, mal ein bisschen hier ragen. Ich kann jetzt auf jeden Fall andere Einheiten bauen. Die hatte ich letztes Mal übrigens schon zur Verfügung. Das habe ich nur, wie das ja manchmal so ist, einfach übersehen. Die haben wir ja schon beim Gegner gesehen. Die sind eigentlich ganz gut. Dann sollten wir jetzt mal die verkaufen. Vielleicht mehr von denen dazu nehmen. Ah, okay. Den Turm haben wir schon zerstört, sehr schön. Noch mehr Schaden. Immer gut. Kümmere ich mich diesmal um die Lufteinheiten. Wir haben noch Aufklärer. Jetzt frage ich mich nur gerade, ob ich selber noch Aufklärer bauen sollte. Ich glaube, ich baue eher Leute. My arrow is willing to give them a kiss. Die andere Lufteinheiten runterholen. Aber den können wir trotzdem abklären. So, den nehmen wir noch dazu. Sehr schön. Ach, hat er der Teleporter eingesetzt? Kann ich drauf achten. Nee, das sind meine. Das läuft ganz gut bis hierhin. Oh, den nehmen wir noch dazu. Den auch noch. Gute Mischung kann nicht schaden.
So, jetzt probieren wir da den Piranha hier. Also geht doch. Ah, verflixt. Jetzt habe ich ganz verpennt, meine Einheiten zu raufen. Wollte das unbedingt ausprobieren. Jetzt weiß ich auch, warum die Dinger so teuer sind. Okay, also ein Problem bei meinen Lupteinheiten, die gehen doch sehr schnell kaputt. Vielleicht nicht ganz so dolle. The flesh is weak, but the spirit is strong. Beziehungsweise er hat jetzt einen guten Konter. Okay. Kommen wieder meine Leute. Weiß nicht, ob das gerade so gut ist, die Mischung, die ich da losschicke. Hat er das blöde Gefühl? Nein. Aber ich baue jetzt meine Mine aus. Also von meiner KD her sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Also beschwere ich mich da mal nicht. Nehmen wir noch einen dazu. Ah, okay. Teleport. Unsere Truppen kümmern sich gerade um den Drachen. Kümmert euch mal drum. Ja, es wäre gut, wenn wir den runterholen. Also meine guten Tiger hier, die sind echt gut, um Leute aus der Luft zu holen, also Einheiten. Das hat sich jetzt gerade bezahlt, ne? Besseres Heilen. Sehr schön. Meine Mine ist ausgerüstet, dann kann ich das nächste Mal hoffentlich auch die Drachen mitnehmen. Oder ich baue erstmal andere Truppen. Ich habe meine Einheit mal ein bisschen zurückgezogen. Ja, das können wir auch hier bauen. Aua. Das tut doch weh, was du da machst. Also der hat sich jetzt versteinert. Also als lebende Wand, aber das Problem ist, sie können halt nicht angreifen dann. Ja, auch mal mehr Schaden machen. Ah, haut mal ein bisschen schneller um euch, komm. So, ich habe mit 51 von 70 genutzten Ressourcen. Ich habe mich ja hauptsächlich um die Luft jetzt gekümmert. Die Luft verhält sich zum anderen.
Aber diesmal gewinnen wir, ja. Und damit bleibt das Gesetz der Serie erhalten. Ach nein, der hat ja gerade versteinert, zum Teil zumindest. Oh, noch ein paar Heiler. Aber ist eh egal, gewonnen ist das Spiel sowieso. Und ich bin MVP. Jawohl. Hatte ich doch mal das Gefühl, dass ich das halbwegs vernünftig gemacht habe. Ja, schön. Und das sind mal neue Einheiten. Quatsch, mal neue Fähigkeiten. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Und das kann ich als nächstes bekommen. Sieht doch gut aus. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wonach sich das genau richtet. Weil ich hatte auch schon schlechtere KD und trotzdem MVP gewesen. Also irgendwie weiß ich nicht so ganz, wonach sich das richtet. Und diesmal waren wir eigentlich, mal abgesehen vom Anfang, immer auch von den Truppen überlegen. Das sah doch ganz gut aus. Nein, das weiß ich doch. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Mal sehen, was ich dann spiele.